Was geht ab zusammen? Heute mal so eine Short-Ausgabe der News, denn es gibt ein paar Themen, die ich echt ganz interessant finde. Zum einen ist ein Star Wars-Fanfilm erschienen auf YouTube und dieser hat's wirklich in sich. Fast 53 Minuten geht dieser, er ist seit dem 13.01. draußen und hat jetzt schon über 11 Millionen Views. Tom Marvolo Riddle. After graduating from Hogwarts, quits his job at Borgin and Burks and mysteriously disappears. 1955. The year of the scandal. House Elf murders her own mistress, Hepzibah Smith, descendant of the ancient Hufflepuff family. Death by poisoning. Cold case. And yet, I'm still smelling dark magic here. I promise, Tom. I, Grisha McLagan, heir of Gryffindor, will stop you. Voldemort Origins of Seer nennt sich dieser und ist tatsächlich ein absoluter Videotipp von mir. Zieht euch das Ding rein, es ist einfach unfassbar gut geworden. Ich liebe es ja, wenn Fans so viel Mühe reinstecken, um selbst in dieses Universum mit einzutauchen. Und das haben sie hier auf jeden Fall richtig gut geschafft. Den Film findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, absoluter Tipp von mir. Klickt da unbedingt drauf. Und dann gibt es tatsächlich noch ein Update zum YouTube-Partnerprogramm. Ich war mir ja nicht sicher, ob kleine YouTuber, die die neuen Anforderungen nicht erfüllen, aber in Netzwerken sind, weiterhin im Netzwerk bleiben oder rausfliegen. Nun ist es aber tatsächlich so, die kleinen Partner, die die Richtlinie nicht erfüllen, die neuen, die fliegen wirklich raus aus ihrem Netzwerk. Bedeutet, sie werden in Zukunft kein Partner bleiben und müssen sich das Ganze einfach neu erarbeiten. Meiner Meinung nach hat das Ganze aber auch einen ziemlich positiven Effekt, denn es gibt ja diese ganzen YouTube-Sammelnetzwerke, die sich einfach jeden Kanal reinholen und denen eigentlich überhaupt nichts bieten können. Dabei geht es ja eigentlich nur, ganz viele Kanäle zusammenzusammeln und eben dann die gesamte Reichweite für sich zu nutzen. Die einzelnen Kanäle haben da aber überhaupt nichts von und dem wird jetzt einfach ein Ende bereitet. Das Thema Sammelnetzwerk ist damit durch, zumindest so ein bisschen, denn so extrem mega hoch sind die Anforderungen für das YouTube-Partnerprogramm ja noch immer nicht. Eure Gedanken zu diesem Update gerne in die Kommentare. Und dann habe ich mal wieder einen Kanal der Woche für euch, das habe ich auch schon echt lang nicht mehr gehabt, und zwar ist das der Kanal von der guten Lucky Pied. Das ist ein Kanal, den ich vor kurzem gefunden habe und wo ich wirklich sehr viel Potenzial drin sehe. Magst du Wundertüten? Dann bist du hier genau richtig. Hallo, ich bin Lucky Pied. Ich bin Hobby-YouTuberin, arbeitslose Schauspielerin, Kaninchenmama und glückliches Fladenbrot und noch einiges mehr. Und dieser Kanal hier ist wie eine Wundertüte, denn man weiß nie, was als nächstes kommt. Hier gibt es Motivationsmontage, DIYs, Parodien, eine ABC-Reihe, Lava-Videos und Sketches, bei denen ich alle Rollen spiele. Du siehst also, wie eine Wundertüte steckt dieser Kanal voller Überraschungen. Und da man nie weiß, wann das nächste Video kommt, ist auch das wieder eine Überraschung. Ist natürlich noch am Anfang, ist also noch nicht oberstes High Level, was Produktion angeht, aber er ist schon echt gut und macht Spaß anzugucken. Deswegen ganz klarer Tipp von mir, Lucky Pie, dieses Mal Kanal der Woche. Link dazu natürlich auch unten in der Videobeschreibung. So, das war mal kurz das Update für heute. Gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für weitere Themen rund um YouTube und anderen Schissel. Das war's von mir, bis zum nächsten Video, euer Phil. Peace and out.